Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment und Trading. Und ihr seht es, ich sitze wieder vor meinem sich ganz, ganz langsam füllenden Bücherregal. Und heute kommt ein neues Buch, also eine neue Buchempfehlung für euch. Und zwar geht es heute um die Kunst des guten Lebens. Und warum ich dieses Buch so toll finde, das erkläre ich euch jetzt im Video. Wir nähern uns ja so ganz langsam dem Ende des Jahres und da kann man ja schon mal ein bisschen zurückblicken und kann sagen, okay, was waren denn so dieses Jahr die guten Bücher, die ich gelesen habe? Was hat mir denn besonders gefallen? Und heute stelle ich euch ein Buch vor, was für mich aktuell, es kann ja immer noch in den letzten paar Tagen etwas kommen, aber was aktuell für mich zu den absolut besten Büchern gehört, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Und zwar, das Buch ist von Rolf Dobelli und heißt Die Kunst des guten Lebens. So schaut das Ganze aus hier. Link ist wie immer unten in der Beschreibung. 52 überraschende Wege zum Glück. Es ist für mich wirklich das beste Buch, was in diesem Jahr, was ich persönlich gelesen habe. Ich habe mir dieses Buch als allererstes als Hörbuch heruntergeladen. Habe es dann so gefühlt dreimal hintereinander angehört. Dann habe ich mir es als Buch gekauft und habe es auch mittlerweile schon ein paar Mal verschenkt. Also ich finde es wirklich richtig, richtig gut, dieses Buch. Was hat das mit Börse zu tun? Naja, das Überraschende war, als man, wenn man dieses Buch durchliest, beziehungsweise ich habe es ja als erstes gehört, dass ganz, ganz viel zum Beispiel von Warren Buffett oder Charlie Munger die Rede ist, ne? Also unseren großen Value-Investor-Vorbildern. Und auch Rolf Dobelli bezieht sich darauf. Rolf Dobelli, das wird der eine oder den wird der ein oder andere schon kennen. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal ein Buch von ihm vorgestellt, Die Kunst des klaren Denkens. Und ich habe ihn schon immer gemocht als Autor, weil er sehr schön schreibt. Das Hörbuch super gesprochen auch von einem wirklich guten Sprecher. Und in diesem Buch sind 52 Dinge aufgelistet, die mit allem Möglichen zu tun haben. Ne? Also einfach, wie man ein bisschen entspannter lebt, wie man ein bisschen glücklicher lebt. Viele, viele gute Ideen darin. Und ich kann euch die natürlich jetzt nicht alle 52 vorstellen. Vielleicht mache ich das aber mal so nach und nach, weil hier wirklich viele Bücher auch oder viele Themen auch zum Trading passen oder zum Investieren. Ich habe auch mal eins heute herausgesucht, über was wir ein bisschen näher sprechen. Und zwar Kapitel 13 ist mit dem schönen Titel überschrieben, Fuck you money, die konservierte Freiheit. Und fuck you money, das kennt vielleicht der eine oder andere. Ich bin mir auch sicher, irgendeiner wird den Link hier unten reinmachen. Da gibt es ja einen sehr schönen Filmausschnitt aus einem, ich glaube, einem Film über Poker ist das, oder über Glücksspiel allgemein. Und was ist damit gemeint? Wir reden ja oft hier in diesen ganzen Finanzkanälen über finanzielle Freiheit und was man alles erreichen will und so weiter. Und da hat ja jeder so ein bisschen eine andere Vorstellung. Ne? Für den einen ist finanzielle Freiheit, wenn er Millionen auf dem Konto hat und einen Ferrari fahren kann oder sonst irgendwas. Ein anderer sagt, ja, mir wird es schon lange, wenn ich im Monat 5.000 Euro verdiene, was auch immer. Und dieser Begriff, ich muss ihn jetzt nochmal sagen, ne? Fuck you money, beschreibt eigentlich einen Zustand, wo man sagt, okay, wie viel Geld brauchst du denn, damit du nicht mehr abhängig bist? Und zwar jetzt abhängig davon, etwas für andere Leute aus Geldgründen allein tun zu müssen. Und als ich damals mich in meinem alten Beruf aufgehört habe und hier diese Firma gegründet habe, da habe ich mir geschworen, du machst nur noch Dinge, die dir Spaß machen. Und wenn jemand zur Tür reinkommt, egal wie viel Geld der dir bietet und der ist ein Piep, 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 dann machst du mit dem keine Geschäfte. Und das ist das, was man als eben dieses Money bezeichnet, dass man sagt, man muss so viel Geld haben, damit man nicht darauf angewiesen ist, irgendetwas für Geld tun zu müssen, was einem keinen Spaß macht. Dobelli beschreibt das anhand auch von ein paar Beispielen. Und ich meine es jetzt aber mal so, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ihr habt ein bestimmtes Einkommen, egal wie viel das ist. Wie viel Geld bräuchtet ihr denn als Rücklage, damit ihr von heute auf morgen euren Job hinschmeißen könnt, wenn ihr einfach feststellt, euer Chef ist ein Vollidiot? Ja? Oder ihr wollt das nicht mehr machen, was da ist? Oder es nervt euch einfach? Und wenn ihr mal darüber nachdenkt, dann werdet ihr feststellen, das ist gar nicht so viel. Also da reden wir nicht über ein paar hunderttausend Euro. Es kommt ein bisschen auf euren Lebensstil da an, aber in der Regel nicht, sondern dass man sagt, das ist vielleicht das Gehalt der nächsten 6 Monate oder der nächsten 12 Monate. Weil überlegt ihr mal, wie
entspannt du sein könntest, wenn du das Geld, was du jetzt im Monat verdienst, mal 12 auf dem Konto liegen hättest. Nicht angelegt, nichts, einfach so als Cash hättest du irgendwo liegen. Und jetzt kommt zu irgendeiner Situation in deinem Beruf, die dich wirklich komplett annervt. Ne? Warum hören denn die meisten in ihrem Beruf nicht auf? Ganz einfach, obwohl er sie nervt, hören sie nicht auf, weil sie diesen monatlichen Scheck einfach brauchen. Weil ja meine These, die meisten Leute wären ja innerhalb von 2 oder 3 Monaten pleite, wenn sie kein Geld mehr verdienen würden, weil sie einfach überhaupt keine Rücklagen haben. Ich weiß, das sehen viele immer anders, sagen, nein, das stimmt doch gar nicht. Ich sage, das ist so. Es sind ganz viele, viele Leute, die ich kenne, denen geht es einfach so. Nimm denen 2, 3 Monate Gehalt weg und die sind komplett am Ende, weil sie ja im Hamsterrad sind, ne, im Konsumhamsterrad, Schulden und so weiter. Und wenn du jetzt einfach sagen könntest, du hättest für 12 Monate Geld, dann kann jeder kommen, dann kann dein Chef kommen und sagen, du machst das und du könntest sagen, nein, mache ich nicht, fuck you. Ja, und das ist damit gemeint. Und das ist, wenn man das mal so ein bisschen begriffen hat, wie wichtig das ist, sich so frei zu machen, dann kann man natürlich auch in dem, was man tut, sei es jetzt hier an der Börse, in meinem Beruf, in eurem Beruf, kann man natürlich auch ganz andere Dinge erreichen, weil alleine schon diese Gewissheit zu haben, dass man sagt, okay, ich habe so viel Geld, um solche Situationen durchstehen zu können, lässt oftmals solche Situationen gar nicht kommen. Ich will euch ein einfaches Beispiel auch aus meiner Praxis geben. Wir haben ab und an mal einen Kunden, der sagt, ah, mir gefällt das nicht. Ich habe bei euch ein Produkt gekauft und aus irgendeinem Grund gefällt mir das nicht. Ne? Und dann schreiben die ja immer seitenlange Briefe und warum und begründen das und so weiter und so fort und wollen dann in der Regel dann immer einen Preisnachlass haben und so. Und manche sind dann aber so von ihrer Art her, wo ich sage, ah, weißt du was, mit dem will ich dann einfach gar nicht. Ich will mit dem einfach gar nichts machen und dann erstatten wir den immer, kommen immer das Geld zurück und sagen, weißt du was, hier ist dein Geld zurück, schick uns das einfach wieder her oder wir sperren dir einfach deinen Zugang und alles ist gut, wir wollen das gar nicht. Da sind die immer ganz erstaunt, weil sie sagen, ich habe es ja doch ein bisschen genutzt und ich hätte nur auf den Preis nachlauf gehofft und die sagen, nein, komm, es ist gut, hier hast du dein Geld zurück, wir wollen da jetzt gar nichts haben und es ist raus. Und das Schöne ist, wenn wir da jetzt wirtschaftlich darauf angewiesen wären, ne, dass sagen, oh, wenn wir das jetzt nicht haben, können wir unsere Rechnung nicht bezahlen, dann würde uns das in eine Situation bringen, wo wir mit Leuten zusammenarbeiten müssten, mit denen wir nicht zusammenarbeiten wollen. So sind wir aber vollkommen frei und können natürlich dann auch sehr entspannt auf sowas reagieren. Also wenn, das passiert jetzt nicht häufig, ne, aber vielleicht 1, 2 Mal im Jahr passiert sowas schon. Und dann sagen wir eben, okay, dann ist es halt einfach so, dann hier, nimm dein Geld, dann haben wir beide eben nicht zusammen gepasst, unser Produkt hat dir nicht gepasst, alles okay und damit sind wir raus, damit ist er raus, kein böses Blut, alle sind entspannt und es ist schön. Und das geht aber eben nur, wenn du nicht darauf angewiesen bist, also wenn du nicht sagst, oh, das, wenn wir die Rechnung oder wenn wir jetzt dieses Geld, die 300 Euro nicht haben, dann können wir nicht bezahlen nächste Woche. Ne? Und das ist so das, was sich jeder auch selbst ein bisschen auch schaffen sollte. Diese kleine finanzielle Freiheit, das hat dann nichts damit zu tun, dass du nie wieder arbeiten musst und so weiter. Aber alleine, dass du eben entscheiden kannst, was mache ich und was mache ich nicht. Vielleicht habe ich es nicht so perfekt erklärt und deswegen lest lieber hier nochmal nach. Es ist ein wahnsinnig tolles Buch. Rolf Dobelli, Die Kunst des guten Lebens. Für mich, wie gesagt, mein persönliches Buch des Jahres 2017. Und deswegen auch absoluter Kaufbefehl von mir. Ne? Kauft euch dieses Buch. Bei mir kommt es hier in mein Bücherregal jetzt hinein. Ich habe es ja, wie gesagt, auch noch als Hörbuch. Wir haben es also nochmal als Hörbuch an. Noch ein paar Mal mit anhören. Auch immer mal so kann man ein paar kleine Seiten immer mal wieder nachlesen, weil es eben wirklich kleine, schöne Artikel sind. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Spaß beim Lesen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.